Broken Heart. Connock steht die Sorge um Conra in den Bart geschrieben. Ach ja, du hast zwar bei den Vorbereitungen für unser großes Fest mitgeholfen, hattest letztlich jetzt aber gar keine Gelegenheit, es dir anzusehen. Ich will nach Komra sehen. Anok, kommst du auch mit? Huch, was war das denn nun wieder für ein Geräusch? Sehen wir uns. Sehen wir uns um. Darf ich einen Moment um euer Gehör bitten? Wir wissen auch nicht genau, was geschehen ist, aber... Halt den Bart! Du und Anok wart es doch, die das hier angerichtet haben. Deswegen habt ihr euch in den alten Stollen versteckt. Genau. Wer sonst sollte das geplant haben? Hä? Das ganze Dorf ist futsch. Und ihr seid dran schuld. Zwillinge sind die Verantwortlichen. Büßen müssen sie dafür. Und ihr habt wohl auch nichts zu eurer Verteidigung zu sagen. Das allein ist doch schon Beweis genug. Ja, also, wenn ihr mir kurz zuhören würdet. Ich setze mich ein. Komm. Die Rose steht hier. Alle sind ganz außer sich. Oh, sie werden uns doch niemals zuhören, geschweige denn glauben. Du bist eine wohlrespektierte Freundin des Dorfes. Vielleicht kannst du ihnen erzählen, was passiert ist. Murasaki, sprich mit Papa Gluck. Ich bitte dich. Honan, Nanu, diese Aufmachung, ein Reisender? Moment, habe ich dich nicht schon einmal gesehen? Ah, das tut nichts zur Sache. Der alte Papa Gluck muss plötzlich den Schuldigen dieses ganzen Schlamassels finden. Das Los eines Dorfältesten ist wahrlich kein einfaches. Alle Gogs befragen, sich eine ordentliche Meinung bilden. Doch das ist leichter gesagt als getan. Mein Blick auf die Dinge ist gefärbt von einem langen Leben voller Freund und Feindschaften. Wie soll ich da ein unparteiisches Urteil fällen? Richtig, gar nicht. Da kommt eine Außenseiterin wie du eigentlich gerade recht. Sprich an meiner Stadt mit den Zwergen des Dorfes, höre dir an, was sie zu dem Vorfall zu sagen haben, erwäge, wer von ihnen aus wahrem Barte spricht, und komm zu mir zurück, sobald du dir einen ordentlichen Überblick verschafft hast. Ich würde mir ja mal wünschen, dass es eine Storyline gibt, wo man sogar Entscheidungen treffen kann und den Ausgang der Story verändert.
Anok, diese dünnbärtigen Unruhestifterin ist an allem schuld. Wäre sie nur annähernd so bedacht und diszipliniert wie ihr Bruder, dann wäre das alles nicht passiert. Moment, bist du nicht die Fremde, die mit Anok auf diese merkwürdige Expedition in Ruinen gegangen ist? Als ich davon hörte, war ich Fuchsklopfers wild. Was rennt sie auch Hals über Bart in seltsame Maschinenruinen? Da kann doch nichts Gutes bei rauskommen. Das wird der Grund für diesen Angriff gewesen sein. Und wenn du ein Teil dieses Unsinns warst, bist du genauso dafür verantwortlich wie sie. Ich hatte ja bis eben keine Ahnung von irgendwelchen Ruinen. Ah, ich habe hiermit überhaupt nichts am Markt. Ah, mir ist so angekommen, dass du mit Anok an diesem garstigen Ort gegangen bist. Dann such die Schuld doch mal schön bei dir selbst, hä? Das ganze Dorf weiß über deine und Anoks Taten Bescheid. Du kannst dich nicht davor verstecken. Yay, ich bin schuldig. Ich werde dem Dorf ansehen. Alles ist hinüber. Das war's für Komra. Das war's für uns. Und ich soll mir in dieser Situation den Bart darüber fusselig reden, wer schuld ist? Ist doch völlig egal. Wir stehen vor den Trümmern unserer Existenz. Naja, steht doch noch alles. Oder? Da waren mal hier Gebäude. Wenn ja, dann okay, das war nicht gut. Wir haben noch drei. Anok hat wirklich alles getan, um eine Lösung für dieses Problem mit den merkwürdigen Maschinen zu finden. Konok hat währenddessen doch nur gezaudert und gezweifelt. Seine Unentschlossenheit war genau der falsche Ansatz. Aber hey, du bist mit Anok doch in den Ruinen abgestiegen, oder nicht? Ich hörte von einer Reisenden, die sie dabei begleitet. Ich finde das großartig von dir, wirklich großartig. Anok ist die furchtloseste Zwergin Komras und sie schreckt von wirklich keinem Problem zurück. Schön, dass du einem Genie wie ihr zur Hand gehst. Holadri, ach, ich bin nicht in Stimmung, verflixte Zwillinge. Anstatt sich in ihren albernen Streitereien zu verlieren, wer von ihnen nun recht hat, hätten sie einfach gemeinsam daran arbeiten sollen, diesen Angriff zu vereiteln. Du bist eine Reisende, nicht wahr? Es gab Munkeleien, dass jemand wie du Anok bei ihren Erkundungen hilft. Tja, wer sich bei den beiden einlässt, handelt sich Ärger ein. Das ist meine Schuld. Ach du liebes Bärtchen, wie konnte das nur geschehen? Nun, als erstes müssen wir uns ein Bild der Lage machen. Ich weiß, dass du Anok bei ihrer Expedition in den Ruinen geholfen hast. Dieser Unterfangen war ja durchaus fruchtbar. Wie ich hörte, aber es könnte auch der Auslöser für eben jene Katastrophe gewesen sein. Doch wer trägt letztlich die Schuld dafür? Ich weiß es beim besten Warte nicht. Holadri, jeder Bart im Dorf scheint eine andere Meinung zu den Geschehnissen zu haben. Aber in Zeiten wie diesen müssen wir einen kühlen Kopf bewahren. Wer trägt letztlich die Verantwortung dafür, was geschehen ist, wie es die Tradition verlangt, soll eine Abstimmung entscheiden. Oh oh. Hey, Ruhe jetzt, ihr zotteligen Lärmwerte! Wie soll man denn hier einen einzigen klaren Gedanken fassen, geschweige denn eine Abstimmung halten? Ihr benehmt euch ja wie wild gewordene Tolls! Ach, ihr könnt mir doch alle den Bart runterrutschen. Reisende, das hier hat offensichtlich keinen Zweck. Du hast ja alle Meinungen des Dorfes angehört, ja? Und hinter welcher stehst du? Wenn du dir noch nicht sicher bist,
Geh und sprich noch einmal mit diesem chaotischen Haufen voller Zauselbärte. Sobald du zu einer Entscheidung gelangt bist, sagst du mir sie, ja? Muss ich nicht mit denen reden, weil ich hab doch, ich weiß doch, was Sache ist. Du scheinst zu einer Entscheidung gekommen sein. Also, was ist der klarste Blick auf die Lage? Das Dorf ist erledigt. Verstehe, verstehe. Nun, dann wird es wohl Zeit für eine Ansprache meinerseits. Ruhe, Ruhe! Es gibt einen Schuldigen für die Ereignisse zu suchen, die letztlich zu der Zerstörung unseres Dorfes geführt haben. Und ich bin zu einem Urteil gelangt. Die Verantwortung für unser Unglück trägt. Warte, so hört mir doch endlich mal einmal zu. Ich war's. Ich bin. So sinnlos, was ich hier mal versucht habe, ne? Wenn jemand die Verantwortung für den Angriff der weißen Androiden übernehmen muss, dann bin ich das. Diese Diskussion ist hinfällig. Hey, das sieht genauso. Die sieht genauso aus wie die Frau, die das Dorf angegriffen hat. Tobi, hast du gerade versucht, uns aus der Patsche zu helfen? Bedeutungslose Konflikte halte ich für Zeitverschwendung. Und da geht sie wieder. Warte! Sie hat die Situation für uns entschärft. Wenn auch nur den Moment, fürchte ich. Wir müssen uns unbedingt ordentlich bei ihr bedanken. Mhm. Alter! Was ist mit der Kamera los? Tobi scheint wieder an die Seite des männlichen Androiden zurückgekehrt zu sein. Wie nannte sie ihn? Nein, S? Folge mir! Tobi, vielen, vielen Dank, dass du dich vorhin eingemischt hast, um uns zu helfen. Also denkt die Dorfbevölkerung, dass du ihre Feindin bist. Und das ist ein Missverständnis, das ich nicht unbedingt aufklären möchte. Das ist nicht nötig. Ich trenne mich hier von euch. Es ist noch nicht vorbei. Weder für uns noch für unsere Widersacher. Tobi. Wo ist denn eigentlich Anna? Denkst du, sie ist noch im Stollen? Ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen um sie, weißt du? Lass uns nach ihr sehen.
Aber sag, ich kann Anok nicht finden. Dabei sollte sie sich im Moment nicht einfach irgendwo herumtreiben. Würdest du mir helfen, nach ihr zu suchen? Ich suche in Komra selbst und du übernimmst die Gegend drumherum. Einverstanden? Und wenn wir beide fertig sind, dann treffen wir uns im Zentrum des Dorfes. So, ich muss hier erstmal raus. Wow. Stimmt ja, wir sind hier noch im Stall. Keine Spur von Anok, versuch es woanders. Keine Spur von Anok, versuch es anderswo. Willst du denn? Du musst wahrscheinlich wie ich an diesen Zielort. Solange du dich oben rumguckst, von Anok ist nichts zu sehen, trifft Konok und Komra. Vielleicht hat er mehr Glück. Wahrscheinlich sehen wir den erst wieder im nächsten Update.
Hast du Anok gefunden? Zum Zottelbad aber auch. Wir haben allen ganz schön Ärger eingebrockt. Sieh dir nur das Dorf an. Tuppy ist spurlos verschwunden und Anok wie vom Erdboden verschluckt. Was? Was soll ich denn jetzt nur machen? Wie gesagt, er wird. Er wird sich schon zeigen im nächsten Update.